Und weiter geht es mit einer knackigen Folge von Soul Mask. Wir sind in der letzten Folge hier umgezogen. Ich habe die ganzen mal rübergebracht. Wir können die leider alle nur einzeln rüberbringen, aber es hat gedauert. Ich denke, es hat sich aber gelohnt. Ich habe erstmal die ganzen Sachen hier unten aufgestellt. Die arbeiten hier fleißig dran. Hier können die auch ordentlich sammeln. Und ja, ich habe den Häuptling wieder. Falls jemand auch spielt und weiß, nicht weiß, wie man den wiederbekommt, einfach ans Feuer gehen. Mit einem anderen Charakter und dann einfach Anfangscharakter umgestalten. Und dann kommt er wieder. Dann kommt er einfach wieder. Und ja. Warte mal, was ist, wenn wir eigentlich hier aufwerten wollen? Bronze. Aha, okay. Brauchen wir genügend Material? Okay, ich würde sagen, die sind ja am Arbeiten. Ich habe eigentlich allen immer eine Arbeit zugewiesen. Aber ja, es sind jetzt nicht immer alle Materialien da. Die sammeln auf jeden Fall fleißig. Sind auf jeden Fall fleißig auch Rüstung am Herstellen und so. Ich habe mir gedacht, ich werde gleich ein bisschen noch die Plattform setzen und so weiter. Das hier wird halt der Lagerraum sein. Den Kram lassen wir erstmal hier. Und wir werden dann nach und nach natürlich das ganze Gebiet erweitern, ne? Der ist hier ordentlich am Craften. Wenn wir auch jetzt, warte mal, Gebäudeteile. Wir haben auf jeden Fall einiges wieder an Foundations und so. Ich würde sagen, aber wir lassen erstmal. Bauen lassen wir erstmal. Ich würde viel lieber schauen, dass ich mir wieder hier eine vernünftige Waffe nehme. Zweihandschwert, ich weiß, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Und die anderen muss ich auch noch ein bisschen richtig zuteilen. Warte mal, ich habe hier ganz viel jetzt Lederrüstung und so. Dann nehme ich mir natürlich das, was am besten ist. Weil wenn man jetzt hier schaut, Leben 184, 160, Verteidigung 10, Verteidigung 11,5. Ja, ist schon besser, ne? Nehme ich mir das Beste raus. Handschuhe. Gab's ja noch nicht, ne. Aber die Schuhe. So, die anderen rüste ich auch noch aus. Und dann würde ich einmal ganz kurz schauen, ob ich das Rezept habe. Mit dem besseren Ring. Wo war das denn überhaupt? Mittlere Schlachten. Massentechnik. Nee. Nahrung auch nicht, klar. Töpfe auch nicht. Pflanzen. Ja, wir sollten auf jeden Fall bald anfangen anzubauen. Lederrüstung. Ah, warte mal hier. Ganz wichtige Nummer. Hier hätten wir noch Sattel und so. Lama. Und ein Alpaka. Holen wir erstmal schon mal. Wird bestimmt wichtig werden. Hochwertige Nahrung. Ja, ich glaube, das, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen Buffgut. Mehr. Okay, Lebenspunkte und so. Aber ich sehe jetzt da irgendwie keinen positiven Effekt. Ah, hier aber. Können wir schon mal lernen. So. Dann würde ich mich ganz gerne einmal hier Ringe herstellen lassen. Einmal Bestien Knochenkette. Okay, die ist auf jeden Fall auch besser. So, und die Ringe, perfekt. So, das soll aber jemand anders machen. Arbeitspause. So, dann rüste ich mir nämlich noch einen aus, damit uns dann auch Jagd geht. Werkzeuge. Okay, haben die auf jeden Fall genug, würde ich sagen, erstmal. Das passt. Oder? Was brauchen wir denn? Noch ein paar Knochen. Hätte ich Knochen da? Nee. Ja, egal. Ich würde sagen, das passt erstmal. Wir könnten aber einmal, damit hier unten schön die Produktion natürlich weiterläuft, den guten Mann hier arbeiten lassen. So. Alles klar. Der hat auf jeden Fall ordentlich zu tun. Und hier erstmal nix. Egal. Ja, wir haben jetzt nichts zum Verarbeiten.
Gibt es hier nichts zum Sammeln? Warte mal, wie viele Leute habe ich überhaupt? Alles voll, okay. Weil ich glaube, da hinten ist ein Lager, ne? Scheinen mir Gegner zu sein, aber egal. Bam. Dann schaue ich, dass ich irgendwelche netten Waffen mitnehme. Für den Compañero. Der wird die benutzen. Vielleicht so ein Einhandschwert mit Schild würde das halt Sinn machen, ne? Auch, komm, auch so ein Großschwert. Dann eine nette Hose kriegt er. Eine nette Brust. Ein nettes Schüchchen, klar. Sieht gut aus. Hä? Hier wird ja gar nicht... Ach komm, hör doch auf. Was soll denn das? Hier wird einfach nicht gecraftet. Kommt der jetzt? Alles klar. Ja. Werkzeug brauchen wir natürlich nicht. Essen. Warte mal. Sind die alle am Chillen? Der hat eigentlich einen guten Hammer, ne? Eigentlich könnte man den mitnehmen. Wie sieht's aus? Warte mal, hat der eigentlich eine Arbeit? Kann's ja erstmal noch in der Wildnis sammeln, solange du nichts machst. Bergbau und let's go. Bergbau nichts zu tun gerade. Ja, da oben sind doch ein paar Steine, oder? So. Du hast auch gerade nichts zu tun, deswegen einmal. Nein. Was mache ich da? Ab in die Wildnis. Du musst einmal ernten. Was machen die hier alle? Du machst auch noch mal Holz fällen. Alles klar. So. Und, ey, das gibt's doch nicht. Ist der wieder weggegangen? So, die ist für mich, die ist dann für den Kollegen. Was ist hier für ein Unterschied? 69? Ja, auf jeden Fall mehr Leben. Angriff auch. Oh, sehr gut. Rüber damit. Ich hätte jetzt ganz gerne noch die Ringe eigentlich. Jetzt wird hier nicht gearbeitet. Das gibt's doch nicht. Bedient, bedient. Arbeitspause. Jetzt habe ich hier kein Material fasern. Doch nicht. Warum wollen die hier nicht arbeiten? Mach da mal. Hier ist alles fertig. Der zieht richtig durch, ne? Der ist richtig fleißig am Arbeiten. Der ist aber auch fast fertig. Ja, ansonsten haben wir jetzt nicht überall so viel Material drin. Und wir könnten noch einmal gucken, was wir an Holz verarbeiten können. Damit die auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun haben. Ne, Kollege? Du kannst nochmal so ein paar Griffe machen. Ein paar hiervon. Dann machst du nochmal Platten hier. Der hat auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Sehr schön. Noch habe ich jetzt gerade leider nichts.
Ich hoffe, ob ich noch irgendwie ein bisschen Bestienhaut oder so habe. Zum Verarbeiten? Nee, leider nicht. Ich überleg gerade, was könnten wir noch. Ach ja, genau. Sehr gut, ein paar Platten sind fertig. Dann rein damit. Dann kann er nochmal irgendwie hier Holzböden. Ein paar Fundamente. So. Warum bin ich jetzt hier drin? Dein Ernst? Wildnisarbeitspause hier. Randa. Was soll denn das? Muss der Chef hier arbeiten oder was? Hat er die Ringe fertig? Das gibt's doch nicht. Warum gehen die immer weg? Hä? Arbeiten. Das gibt's doch nicht. Ich muss noch schauen, wem ich gleich mitnehme. Da unten, der ist Level 17. Ich glaube, ich sollte am besten den 17er mitnehmen. Da muss aber jemand anders da hinsetzen, ne? Warte mal, wir könnten noch hier die Flüssigkeit da reinballern. Kollege, du kommst mit mir mit. Den brauche ich. Ups. So. Dann rüsten wir dich mal aus. Also brauchst du auf jeden Fall ein paar Verbände. Jetzt hat hier noch irgendwie altes Werkzeug. Bogen, ja, der ist jetzt ein bisschen ungünstig. Oder wie viel Schaden? 46? Sollen wir den auf Speer lassen? Ich glaube, der kann seinen Speer behalten. So, machen wir klein. Die kann er trotzdem mitnehmen. Kriegt hier eine schöne Kette. Brust und Hose. Brauchen wir eigentlich nur noch die Ringe. Dann könnten wir loslegen. Endlich macht er. Oh, sehr gut. Ich warte jetzt noch auf einen Ring. Vielleicht kommt er noch ein bisschen besser raus als grün. Bei unseren Kollegen. Das wäre ganz nice, weil dann könnten wir uns auf den Weg machen. Und ja, ich kann leider nur einen mitnehmen. Ich glaube, ich kann es aber mit der Zeit skillen, ne? Dass ich ein paar mehr Leute mitnehmen kann. Okay, auch grün. Gut. Alles klar. Essen. Ja, ich wollte Fleisch mitnehmen, genau. Ja, die relaxen hier jetzt super. Ist das nicht hinten alles noch im Radius? Ich glaube, das ist nicht mehr im Radius drin, ne? Obwohl, ne, die Suppen, die brauche ich trotzdem. Für Flüssigkeit. So, ein Fleischstück. So, wo ist er hier? Okay, das sieht schon mal gut aus. Waffe hat er ready. Ich habe meine Waffe. Wir haben gute Rüstung. Dann noch Verhaltenseinstellungen. Automatisch Bandagen benutzen. Und
Moral und bababam, sieht alles gut aus. Automatisch essen, trinken natürlich auch. So, dann muss ich einmal kurz schauen. Irgendwie konnte ich doch noch einstellen, dass wir die upgraden. Wie ging das nochmal? Also ich kann bei mir hier einmal... Ach hier, genau hier, ne? So, ich mache bei mir. Zack. Hier 3 Punkte. So. Wir müssen die auch mal alle umbenennen. Oh, der hat 5. Wahrnehmung. So, Kraft. Ist ganz schön klein. Bob. Oh, der hat aber viele. Roy. Der wird so ein bisschen ausgeglichener Typ. So. Ja, ich will mir viele Punkte zu verteilen. So. Der hier. Und das ist mein Kollege, der mitkommt. Wahrnehmung, Kraft. Bisschen Leben, bisschen Kraft, bisschen hier. Sehr gut. Das sieht dann doch soweit ganz gut aus. Ich glaube, wir sind ready. Aber ich kann echt nur einen mitnehmen, ne? Wenn ich jetzt einen anderen... Ja, leider nur einen. Gut, machen wir uns auf den Weg. Was haben die jetzt hier? Ich gebe denen trotzdem nochmal Aufgaben. Sollen wir Ressourcen... Ja, nee, es ist, glaube ich, nicht. Warte mal. Man kann das doch einmal schauen. Bereich anzeigen. Aber das geht doch bis da hinten. Und vor allem hier oben ist ja eigentlich auch noch Kram. Okay, die sammeln da doch irgendwie, aber... Die Holz-Dudes, die sammeln irgendwie gar nichts. Gerade. Naja. Komm, einer kriegt noch einmal hier. Bergbau ist er. Bergbau, dann komm, bist du Holzdude. Und dann gehst mal los. So. Und wir gehen los. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ob wir hier diesmal heil durchkommen. Und wir haben hier direkt Wasser. Haben wir hier auch Krokodile? War das schon hier mit den Krokodilen? Gut, der kommt mit. Dann hoffen wir mal, dass wir diesmal nicht drauf gehen, ne? Aber wir haben auch zur Not halt nochmal Rüstung im Lager und so, deswegen... Das ist deutlich besser, weil die Leute sammeln, die produzieren. So sollte es auch sein. Aber ich habe bis jetzt auch noch gar keinen Alpaka und so gesehen, ne? Wir können jetzt so einen Sattel machen, aber... Naja. Affen lassen wir in Ruhe. Ich bin in Ausdauer. Aber warte mal, mich selber habe ich geskillt gehabt, ne? Ja. Was habe ich überhaupt? Agilität, Wahrnehmung? Ja, gut. Sieht soweit gut aus. Oder was haben wir denn da? Eine Ruine.
Oh. Schaust du nur zu? Hat einfach nur zugeguckt, ne? Ist hier noch einer? Ja. Aber da ist nämlich eine Kiste. Er ist nicht gerade der beste Kämpfer, oder? Helfen, passiv, rette mich. Aktiv. Vielleicht ist das besser, wenn wir den auf aktiv schalten. So, weil vielleicht können wir damit ein bisschen die Maske upgraden. Müssen wir nur schauen, wo wir reingehen. Also hier mehr Rekruten. Was haben wir hier? Hier hätte ich mehr Rekruten. Ah, das können wir auch nochmal upgraden. Könnte ich sparen und dann kriegen wir nochmal mehr. Aber gibt es hier irgendwo, wo wir ein bisschen mehr Kontrolle haben? Ich weiß nicht, wo ich reinskillen soll. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, alles mir durchzulesen. Ist alles ein bisschen teuer auch noch. Nach Reparatur keine Maske verbessern, Tempo. Ja. Verringert den Fallschaden. Ich würde sagen. Dieser. So. Ja, das könnte nützlich sein. So, passt erstmal. Markierung, wo? Da hinten. Dort hinten müssen wir hin. Na dann, let's go. Schön, dass es aber hell ist. Wichtig und richtig. Jetzt habe ich, weiß ich gar nicht, was brauchen wir eigentlich zur Opferung? Und ich muss mir mal einmal anschauen, wie wir vielleicht skillen können, dass wir mehr als einen mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob wir das zu zweit packen. So ein Säbelzahntiger. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz hier sammeln. Weil. Ach so. Ja, gut. Jetzt hat er die, ne, warte mal. Ich stelle es erstmal aus. Er soll jetzt nicht jedes Vieh hier weghauen. Kleiner Gauner. Dort lang. Lieber hier rüber. Ich denke ja. Ich glaube, das sieht mir ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir hier nur aufpassen wegen Krokodilen, weil die sind echt brutal. Alright. Werde ich auch ertrinken? Nee, ne? Oh nein, Piranhas. Oh. Gut zu wissen, dass es hier auch Piranhas gibt. Aber wir müssen hier durch. Nicht. Ich will das einmal haben hier. Warte mal. Hä? Ist hier nochmal was? Nee, ne? Okay.
noch mal eine Ruine gefunden. Wo denn? Da oben? Ruinen sind immer gut. Ach, da. Und ihr seid Ruinenwächter, oder was? Immer diese Viecher. So, wo ist denn die Kiste da? Immer her damit. Ja. Alright. Ist nicht mehr weit weg. Wir sind fast da. Das ist hier irgendwie so ein Spähding. Keine Ahnung. Da sollen wir ja auch hin. Da soll man ja anscheinend auch hin. Oh, war das ein kritischer Treffer? Das ist noch sehr weit weg. 1000 Meter. Oha. Hätte ich doch vielleicht anders. Von hier oben besser, ne? Und hier ist es besser. Hallo, danke. Aber hier ist eigentlich auch schön, ne? Oh, hier ist eigentlich besser zum Bauen, weil hier ist alles ein bisschen... Oh, hier wäre eigentlich ein geiler Spot. Aber einen Umzug nochmal mache ich jetzt nicht. Das war ultra anstrengend. Oder ich mache irgendwas falsch. Vielleicht kann man die auch irgendwie anders umsiedeln, die Leute, aber ich glaube nicht. Auch klettern. Ich glaube nicht, oder? Was, wenn ich da oben bin? Wird der vielleicht schon teleportiert? Genau, ganz schnell einmal. Zack. Wenn wir jetzt sehen. Ah, ja, sehr gut. Sehr schön. Ach, sieht das nicht herrlich aus? Wunderschön, oder? Ich würde ganz gerne einen Screenshot haben. Müssen wir nur schauen, dass wir jetzt hier nicht umkommen. Ich sehe nicht, wie tief das ist. Lieber Verband reinhauen, bevor ich... Ups, falsche Taste. Ah. Weiß nicht. Nein, halt dich fest. Ich hoffe, das ist nicht so hoch. Bitte nicht abkacken jetzt. Bitte nicht sterben. Okay, wir sind schon mal ein Stückchen runter. Das sieht schon gut aus. Okay. Sehr schön. Maschine. Ihnen tut es gar nichts. Sind wir jetzt da? Dann sind wir da. Ach ja, da ist so ein kleines Dörfchen. Hund. Barbaren. 20. Eieiei. Scheint schon nicht ohne zu sein, ne? Gut, ich würde aber sagen... Machen wir in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen.
Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.